Ich möchte nicht, dass irgendwann uns jemand sagt, wir hätten es nicht gesehen und wir hätten nicht reagiert. Und das Elend nochmal. Das Elend ist grenzenlos in der Ukraine. Lassen Sie sich nicht erzählen, dass das alles nicht stimmt und ein Quatsch ist. Es ist die brutale Realität und wir alle stehen fassungslos davor. Ich würde Sie jetzt bitten, gerade Sie wollten mich das fragen. Ja, Frau Zimmermann, darf ich oder ist das jetzt eine Drohung? Nein, ist alles gut. Sie können sich mir oder... Ja, Frau Zimmermann, ich bin heute gern Ihrer Einladung gefolgt und habe mich hier diesen Bürgerdialog hingegeben. Ich möchte Ihnen ehrlich mitteilen, Sie machen mir große Angst. Ich investiere heute meine Freizeit auf meinen 5-jährigen Sohn. Ich wohne auch in Potsdam, also an der Einflugschleife. Jedes Mal, wenn Flugzeuge runterfliegen morgens, denke ich, ich werde vielleicht jetzt von Russland angegriffen. Ich finde es zu irre, dass Menschen klatschen können. Ich bitte Sie, mich ausgehen zu lassen, dass es wirklich auch, wie Sie richtig sagten, streitbar in Europa und gehört zur Demokratie. Ich als Familienvater und Selbstständiger habe Angst, dass wir mit der Weltmacht Russland aneinander geraten. Ich finde es irre, gerade hier in Ostdeutschland, dass wir aus der Geschichte nicht gelernt haben. Da gab es einen Ersten, einen Zweiten Weltkrieg. Wir haben beide verloren. Übrigens gegen die Weltmacht Russland. Ich weiß nicht, wie man darauf kommen kann, dass man mit Waffenlieferungen einen Krieg gewinnen zu können. Ich möchte von Ihnen so gern wissen, wie viele Menschenleben haben wir seit Frühjahr 2022 gerettet mit unseren Waffenlieferungen. Es sterben auf beiden Seiten Menschen. Es sterben auch jetzt Menschen zwischen Israel und Iran im Nahost. Und auch da gibt es, wie die Hallervorden sehr eindrucksvoll und richtig gesagt hat, keinen Unterschied zwischen Iraner-Kindern oder israelischen Kindern. Ich bin kein Antisemit, aber ich habe verdammt nochmal Angst. Ich habe Angst, und wenn ich dann Ihre Vita mir anschaue und Ihre Moderation sehe und weiß, dass Sie definitiv mit der Waffenlobbyismus verstrickt sind und zur Wehrmacht Mitglied sind, dann habe ich Angst. Ganz ehrlich, das möchte ich noch sagen, ich habe Angst, dass Menschen wie Sie uns in den Dritten Weltkrieg ziehen und dass bald Raketen aus Russland hier wieder fliegen. Okay. Und ich halte das für ausgeschlossen, dass wir das gewinnen können. Ich stelle mir auch die Frage, wer Nord Stream 2 gesprengt haben könnte. Vermutlich die Leute, die uns dann beschützen werden. Okay. Vielen lieben Dank. Gerne. Aber Sie müssen, vielen Dank, wenn Sie mir jetzt eine Gelegenheit nehmen Sie ruhig Platz, weil das ein bisschen... Also erstmal vielen Dank für Ihre Offenheit. Sie müssen keine Angst vor mir haben. Vor Ihnen habe ich auch keine Angst, vor Russland. Ja. Genau. Eine Weltmacht ist das. Nein, aber Sie haben ja gerade... Also lassen Sie mich... Ich habe vor Ihnen keine Angst. Sie müssen vor mir keine Angst haben. Habe ich auch nicht. Also allein schon körperlich wäre das auch famos. Sie haben gerade gesagt, und damit möchte ich erstmal abräumen, ich sei Waffenlobbyistin, und da haben Sie gerade gesagt, ich sei Mitglied der Wehrmacht. Entschuldigung, habe ich mich versprochen. Okay. Förderkreis Deutsches Heer und Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik. Diese beiden sind Sie Mitglied, haben Sie selber zugegeben. So, jetzt räumen wir mal systematisch. Jetzt aber es passt nicht zusammen. Das ist ein Entschuldigung, bin aufgeregt. Nein, ist okay, alles gut. Mir ist lieber, dass wir emotional sind und miteinander ins Gespräch kommen, als dass Leute nach Hause gehen und gähnen und sich nicht um diese Welt Gedanken machen. Insofern habe ich da vollstes Verständnis. Lassen Sie es mich bitte einordnen. Gern. Der Angriff Russlands, der zweite auf die Ukraine, ist mit Ansage passiert. 2008 auf der Münchner Sicherheitskonferenz hat Putin das angekündigt, er wolle die Sowjetunion wiederherstellen, indem er Russland, das große Russland, wieder größer macht mit Ukraine und Weißrussland. Hat ihm keiner geglaubt, weil das für uns so skurril war. Er hat schon 2001, hat er das schon im Deutschen Bundestag, da hat er davon gesprochen, er möchte eine Welt von Vladivostok bis Portugal, bis Lissabon. Also sprich, Russland würde dieses Gebiet. Jetzt geben Sie mir auch die Gelegenheit, dem Herrn zu antworten. Ich finde, das ist das Mindeste. Denn das muss man natürlich schon einordnen. So. Das mit der Rüstung-Lobby ist, das wollte ich nur gerade sagen. Dafür habe ich Leute schon angezeigt. Ich sage Ihnen auch warum. Aber Sie haben es selbst zugegeben. Entschuldigen Sie, ich sage Ihnen gleich, was stimmt. Das stimmt nicht. Wenn ich lobbyieren würde für die Rüstung, dann stünde ich nicht hier. Sie sind Mitglied. Dann stünde ich nicht hier. Ich habe das Video hier, wo Sie das zugeben. Sie hören mir jetzt bitte zu. Ich sage Ihnen gleich was zu diesen Sachen. Okay. Dann stünde ich nicht hier. Ich habe nämlich, Sie haben ein Kind, ich habe drei Kinder, ich habe Schwiegerkinder, ich habe Enkelkinder. Ich könnte mir samstags auch was anderes vorstellen, ob Sie es sich glauben oder nicht. Ich glaube, das geht uns allen so. Aber Sie sind politisch und ich, und deswegen sind wir heute da. So. Ich bin vor 7 Jahren in den Verteidigungsausschuss gekommen.
Und alle Fraktionen, außer der AfD, die wollte rein, die hat man aber nicht reingelassen aus bekannten Gründen, unterhalten sich darüber mit der Bundeswehr, also Mitglieder der Bundeswehr, in diesem Fall Mitglied des Heeres. Was braucht die Bundeswehr, um wehrfähig zu werden? Mit dem Fall der Mauer, mit dem Zusammenwachsen unserer Nation, hat nicht nur Deutschland, übrigens ganz Europa, die Armee komplett runtergefahren. Und wenn ich sage komplett, meine ich das. Weniger Soldatinnen und Soldaten, kaum noch Kasernen, weniger Material und so weiter, das werden Sie ja verfolgen. Jetzt haben wir eine ernsthafte Bedrohung, Landesbündnisverteidigung, machen uns darüber Gedanken. Da sitzen Leute zusammen, die einen, das ist die Armee, die sagt, was braucht man eigentlich? Die andere ist die Industrie, die stellen das nämlich her, wir backen die ja nicht im Förmchen. Oder sind wir, die wir in dem Ausschuss sitzen und uns darüber Gedanken machen, was können wir für die Bundeswehr tun? Ich lobbyiere für gar keinen. Wenn ich für jemand lobbyiere, sind es für die Freien Demokraten oder ich werbe darum, mir die Stimme zu geben. Erstens. Zweitens bin ich gar nicht mehr in diesen Gremien, weil ich nämlich als Spitzenkandidatin, und da kommt immer so eine Neuwahl, das nicht mehr gemacht habe, weil ich jetzt als Spitzenkandidatin unterwegs bin und mich darauf konzentriere. Aber es ist überhaupt kein Thema. Es sind alle dabei, die letztendlich sich damit beschäftigen. Die einen mit dem Heer, die anderen mit der Luftwaffe, die anderen mit der Marine. Das ist das eine. Jetzt komme ich nochmal darauf zurück, weil Sie sagen, Sie hätten Angst. Ich glaube, dass in Europa ganz viele Angst haben. Das, was Sie auch gerade geschrieben haben. Ja, aber haben. Sie sind gewählt, um so, meine Interessen zu vertreten, genau. Nicht andere. Deswegen möchte ich Sie auch, ich möchte Sie für etwas sensibilisieren. Die das Interessen sind, des deutschen Volkes. Klassische Angriff mit Raketen. Das, was Sie auch gerade gesagt haben, wenn Sie Tiefflieger hören. Machen Sie sich keine Sorgen. Sie sind in einem Land eingebettet in der NATO mit 32 Nationen. Es ist aber was anderes, was viel besorgniserregender ist. Nicht ein konventioneller Angriff. Wissen Sie, was mich umtreibt? Und deswegen bin ich auch so aktiv. Mich treibt um, das sind hybride Angriffe. Hybride Angriffe laufen auf Industrie, Stadtwerke, Wasser, Strom, Kommunikationswege. Seit Jahren. Wir sind in einem hybriden Krieg. Wir werden angegriffen und mir tut das ja auch leid, dass Russland und andere Nationen das Ganze triggern. Das ist das eine. Großes Thema übrigens auch für Unternehmen, weil die natürlich Sorge haben, dass ihre ganze Universitätsklinikum, Krankenhäuser, die plötzlich 24 Stunden keine Kommunikation mehr haben, keine OPs mehr durchführen können. Das ist das eine. Und dann gibt es asymmetrische Angriffe, von Russland ausgelöst. Und ich nenne Ihnen nur zwei Beispiele. In der Ukraine ist die Kornkammer Europas. Dort ist das fruchtbarste Land Europas. Und dort werden 400 Millionen Menschen ernährt, außerhalb Europas. 400 Millionen Menschen. Diese Felder sind alle vermint worden, zum großen Teil. Da kann also nicht mehr gesät und nicht geerntet werden. Was glauben Sie, warum das gemacht wird? Es wird gemacht, um Migration auszulösen. Es wird gemacht, damit Menschen, die in Afrika, in Ägypten, in vielen Staaten schlichtweg drohen zu verhungern, sich auf den Weg machen. Und ich unterstelle Ihnen, wenn Sie heute Ihr Kind nicht ernähren könnten, keine Option hätten Sie, sich auch Gedanken machen würden, wir müssen woanders hingehen, Ihrer Familie zu sagen. 400 Millionen Menschen. Wenn nur ein Bruchteil sich auf den Weg nach Europa macht und sie werden nach Europa kommen, weil jeder, selbst in den ärmsten Ländern der Erde, hat so gut wie jeder ein Smartphone, das wird oft von der Regierung unterstützt. Das heißt, die Menschen weltweit wissen, wie wir leben. Und auch wenn wir uns streiten, dass wir vieles besser machen können und einiges nicht so gut, die Menschen wissen das. Das ist gezielt durch Migration Druck auf unsere Gesellschaft auszuüben. Und wir haben das erlebt vor dem russischen Angriff, wie Tickets verkauft wurden an Menschen im Nordirak, die übrigens auch arm sind und bedroht sind von Terrorismus, Flüge nach Minsk, also nach Weißrussland. Und dann wurde denen erzählt, hier hast du ein Ticket mit Turkish Airlines, flieg nach Minsk und dann kannst du nach Polen laufen und bist du im Schengen-Raum. Was natürlich Unsinn ist. Und die Polen mussten die Grenzen massiv sichern. Das heißt, da wurde ganz gezielt versucht, durch Druck, durch Migrationsdruck uns zu schwächen. Weil Sie wissen und ich weiß, wir brauchen Migration. Der eine Herr sagte ja gerade, aus vielen europäischen Staaten, damit wir überhaupt das noch leisten können, was wir leisten müssen, weil wir zu wenig junge Leute haben. Also wir brauchen Migration in den Arbeitsmarkt. Wir brauchen aber keine Migration in Sozialsysteme.
Und genau das weiß Wladimir Putin, was das für einen Druck auslöst. Und da ist das, was wir bisher erleben, meine Damen und Herren, Mickey Maus gegen. Und noch ein zweites Beispiel, was asymmetrische Angriffe sind. Ich sagte vorhin, der Westbalkan, also Krisen wieder im Kosovo, in Bosnien-Herzegowina. Auch da wird Flucht ausgelöst, wenn Menschen keine Perspektive mehr haben. Und dann gibt es noch ein ganz dickes Problem, was auch gezielt ausgelöst wird. Und das ist der Druck auf den Kommunikationsraum, also Internet, soziale Netzwerke. Wir benutzen das alle. Und dort findet inzwischen eine solche Radikalisierung der Auseinandersetzung statt. Und wir müssen, glauben Sie mir, nicht einer Meinung sein. Wir können unterschiedliche Einschätzungen sein, unterschiedliche Antworten. Aber mit welcher Brutalität? Schauen Sie, ich mache Politik mit meinen Kolleginnen und Kollegen. Und ich kann nur noch reisen, indem hier Beamte sind, die auch gerne übrigens heute Nachmittag zu Hause sind bei ihren Familien. Was ist das für eine Demokratie? Das ist irre, ist das. Und deswegen, das wird ausgelöst von Trollen, die wollen, wenn ich jetzt sage, wir beide, meine ich nicht persönlich, die wollen, dass wir uns gegenseitig mit Verlaub vor die Füße pinkeln und aggressiv sind. Und das dürfen wir nicht zulassen. Meine Sorge ist, Gesellschaft, alle, Männer, Frauen, jung, alt, nicht mehr in der Lage ist, zu diskutieren. Davor habe ich wirklich Sorge. Und das macht man dann, wenn man das Gefühl hat, anders geht nicht vorauszukommen. Und deswegen, meine Sorge für Russland ist nicht anders als die ihre. Meine, sozusagen die Lösung, dass wir sozusagen uns zurückziehen und nichts machen, da bin ich in der Tat anderer Meinung. Ich glaube, dass wir aufgefordert sind, stark zu sein, weil Wladimir Putin ist nicht dumm. Der weiß genau, wie weit er gehen kann. Er hat die Ukraine angegriffen, weil er deren kompletten atomare Bewaffnung 1991 freiwillig von der Ukraine bekommen hat, weil die Ukraine gesagt hat, wir wollen diese Waffen nicht mehr. Und wenn was passiert, liebe Freunde in Russland, das sind ja Völker, die sich sehr nah sind, dann schützt ihr uns. Und der Beschützer wird zum Aggressor. Und Russland hätte nie die Ukraine angegriffen, wenn die Ukraine die Waffen noch gehabt hätten, die sie gehabt hat. Deswegen streite ich dafür. Nicht, weil ich das so toll finde, sondern weil ich weiß, wer stark ist, wird nicht angegriffen. Und Sie werden Ihre Wohnung und Ihr Haus aufsichern, damit Ihre Kinder geschützt sind. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass Wladimir Putin angesagt hat, dass es keine Nahosterweiterung geben darf, dann würde er auf den Einritt in die Ukraine verzichten. Das war nur der NATO völlig egal, weil mit Krieg Geld verdient wird. Und ich würde sogar es auf eine Anzeige ankommen lassen. Ich betone es noch einmal. Ich behaupte, liebe Frau Strack-Zimmermann, dass Sie Mitglied sind beim Förderkreis. Deutsches Heer. Ich weiß, wenn ich merken kann, aber ich kann es sehr verifiziert sagen. Sie auch nicht. Zettel. Sie lesen das für irgendjemand vor. Nein, Sie wissen es doch auch nicht, scheinbar. Bisher fand ich das völlig legitim. Sie sagen was, ich antworte, und wir sind nicht einer Meinung. Ich habe jetzt auch nicht, bin auch nicht davon ausgegangen, dass wir uns gegenseitig überzeugen. Okay. Sie sitzen da, haben die ganze Zeit das Handy an. Ich kenne ja, wie diese Nummer läuft. Ich weiß, ich bin ja nicht ganz Ich sende es live, es ist ungeschnitten. Nee, passen Sie auf. Ich weiß genau, ich kenne das. Da werden dann kleine Dinge rausgeschnipselt. Dann wird irgendwas erzählt. Das meine ich mit asymmetrischen Angriffen. Die Meinung des anderen rausschnipseln, neu drehen. Ich kenne diese ganze Sache. Ich gehöre nicht dazu, ich diskutiere hier. Sie fragen, lesen immer wieder vom Zettel ab. Ich unterstelle Ihnen selbstverständlich nicht, dass es Ihnen jemand anders aufgeschrieben hat. Aber das meine ich, davor habe ich Sorge. Vor dieser Diskussion. Sind Sie Mitglied beim Deutschen Heer, ja oder nein? Nein, ja oder nein? Ich habe es doch gerade gesagt, Himmel, Herr. Sie haben es aber in einem Video erst gesagt, vor zwei, drei Monaten. Sie meinen ja nicht so, dass wir uns jeden Tag hier begegnen. Aber dann sind Sie es jetzt nicht mehr. Was ändert das aber denn? Was ändert das aber denn? Es ist doch, ändert doch nichts an der Wahrheit. Schauen Sie, ich weiß nicht mal Ihren Namen. Björn Winter heiße ich. Ja, Winter. Und ich habe keinen Bearbeitgeber, ich bin selbstständig. Weil ich gesehen habe, Sie fragen das auch gern mal auf Demonstrationen. Wenn Sie mich anschauen, sage ich, Herr Winter, ich finde, das ist ja das Mindeste. Wir werden uns ja jetzt nicht gegenseitig... Ich heiße auch bürgerlich Winter. Sondern das ist ja das. Herr Winter, wir beide werden uns nicht überzeugen. Ja. Das ist auch jetzt, wir müssen uns jetzt auch nicht anstrengen, weil das ist nicht. Ich möchte mit Ihnen sprechen. Ich habe Ihnen die Gelegenheit gegeben. Ja, wir sehen das. Ich habe mich bemüht, es einzuordnen. Mehr kann ich nicht tun. Und das ist das, was in einer Demokratie einfach sein muss. So.
Danke. Meine Damen und Herren. Ich glaube, ich finde das, wie gesagt, Herr Hinter, ich bin da tief entspannt. Ich finde, Sie haben ein Recht, ich kandidiere für das Europäische Parlament. Ich stelle mich Ihnen vor. Natürlich wünschte ich mir, dass eine Menge anschließend sagt, oh, die ist gar nicht so grimmig und Angst muss man vor der auch nicht haben. Die hat auch ein bisschen Humor. Ja, deswegen reise ich auch durch dieses Land, um auch vielen Menschen zu begegnen. Weil ich glaube, dass natürlich auch im Laufe dieser auch emotional nachvollziehbaren Sorge, Angst vor Krieg, was kommt auf uns zu, Angst vor Verlusten, was passiert mit der Familie, dass da die Emotionen hochschlagen. Völlig in Ordnung. Ich kann auch hochfahren, aber ich freue mich, dass wir das so haben klären können oder zumindest im Gespräch bleiben können. Meine Damen und Herren, ein letzter Satz. 9. Juni ist Europawahl. Ich habe 10 Jahre den Kreisverband Düsseldorf geführt. Ich weiß, ich kann nachvollziehen, dass es Wahlen gibt, die Bundestagswahl, das ist natürlich richtig Emotion. Landtagswahl, hier haben Sie einen Spitzenkandidaten. Ein Spitzenkandidaten, um das Ganze zu sagen. Mein Kollege, als wir darüber sprachen, über Platz 8. Ich finde, das ist eine Maßgabe.